Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es tut mir leid, dass es jetzt schon länger her ist, dass ich ein Video gedreht habe, aber ich hatte einfach keine Zeit, weil es waren so die letzten Wochen in der Schule und so. Ich habe heute meinen letzten Schultag und es werden jetzt dann wieder regelmäßiger Videos kommen. Die nächsten 2 Wochen bin ich jetzt noch im Urlaub und kann leider auch keine Videos hochladen. Aber danach kommen wieder Videos. Und ich zeige euch jetzt einfach mal meine 3 neuen Repaints. Es sind leider nur 3, weil ich halt keine Zeit hatte. Aber ich fange jetzt trotzdem mal an. Da vorne seht ihr Fly. Die ist aus einem neuen Modell von diesem Jahr. Ich kann auch noch ein Video zu denen machen, wo ich schon habe, von den neuen Schleichmodellen. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus und dann sage ich auch noch zu meine Meinung dazu, wie ich die finde. Also ich habe noch nicht alle, aber ein paar, weil es die bei mir irgendwie nicht gibt. Ich finde die nicht. Auf jeden Fall, das ist Fly. Sie habe ich versucht mit der Airbrush zu malen. Die Seite sieht noch ganz in Ordnung aus. Die Seite, es sind ziemlich harte Übergänge. Ich weiß noch nicht, ob ich das ausbessere oder nicht. Also ich werde es wahrscheinlich noch ausbessern, nur ich weiß noch nicht wann, weil ich habe im Moment Zeit nicht dazu. Wenn ich sie ausbessere, dann mache ich dir noch mein Repaint-Update dazu. Dann geht es jetzt weiter mit einem kleinen Hund. Der ist aus dem Yorkshire Terrier. Ich habe den Schwanz ein bisschen länger gekastet und ich habe hier alles zugekastet, also Fell hingemacht, weil der war kaum Fell, weil der diese Gravur war oder was das ist halt von Schleichen, deswegen ich habe das einfach übergekastet und es ist jetzt ein Westfalen White Terrier. Er ist nicht schattiert oder so, aber er ist mit Glossy Nagellack angemalt worden. Er hat grüne Augen, mal schauen, ob man das sieht. Man sieht es leider nicht. Aber das sind schon wirklich ganz dunkelgrüne Augen. Ich zeige jetzt noch schnell ihre Augen. Die habe ich vergessen zu zeigen. So sehen ihre Augen aus. Und jetzt als letztes noch ihn hier. Er ist aus der Araber-Pinto-Stute. Er ist zu einem Hengst gecastet. Ich habe ihm die Mähne gecastet. Ich habe ihn mit Airbrush versucht zu schattieren. Ich muss es mit der Airbrush unbedingt noch üben. Er hat eine Scheckung bekommen, weil es mal wieder daneben gegangen ist. So sieht er von der Seite aus. Ja, er hat noch keinen Namen. Namensvorschläge in die Kommentare. Und da habe ich grüne Augen probiert. Ich hatte so eine grüne Augenphase. Ich glaube, es kommt später nochmal ein Pferd mit grünen Augen, wo ich gerade dabei bin zu malen. Mal schauen, ob man das sieht. Bei ihm sieht man die grünen Augen. Das ist halt so ein ganz dunkles Grün, weil das bei Pferden halt ganz dunkel ist. Auf der Seite sieht man es besser. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt mir Videovorschläge in die Kommentare schreiben, die ich dann, sobald ich aus dem Urlaub zurückkomme, umsetzen werde. Und dann kommen wieder regelmäßiger Videos. Tschüss!